Willkommen zu Mars Effect Andromeda. In der letzten Folge haben wir das Gewölbe von Eladen aktiviert und heute werden wir uns mit den Kroganern befassen. Na dann mal los. Müssen wir überhaupt daher? Weil irgendwie zeigt es mir keinen Missionstrigger. Spannung der Krokane lösen. Okay. Willkommen zurück, Drac. Danke. Immer schön aufpassen, Teil. Weißt du schon, dass Warren wieder zurück ist? Wo war er denn nicht? Ich habe gesehen, wie der Wurm direkt durch ein altes Schiff gekracht ist. Er hat nicht einen Kratzer abbekommen. Manche halten ihn für unbesiegbar. Aber das bezweifle ich. Nicht für einen Kroganer. Ist ja sehr überzeugt. Ein weicher, zerbrechlicher Mensch wie Sie sollte sich besser von der Tierwelt da draußen fernhalten. Sie sagten irgendetwas über einen Wurm. Nicht ein Wurm. Den Wurm. Groß. Unbesiegbar. Sie können ihn nicht übersehen. Er taucht hin und wieder aus den Dünen auf und macht alles platt, was ihm im Weg steht. Muss ich mir Sorgen machen, dass er mich angreifen könnte? Soweit wir es sagen können, sind wir ihm vollkommen egal. Aber kommen Sie ihm nicht in die Quere. Er wird einfach durch Sie durchrauschen und Sie in Stücke reißen. Danke für die Warnung. Sehr interessant. Dr. O'Kears wichtige Arbeit darf nicht verloren sein. Oh, hallo. Ich habe bemerkt, dass Sie zugehört haben. Liegt es daran, dass Sie ein Fan des kroganischen Genies Dr. O'Kear sind? Ich bin völlig aufgelöst, weil ein Terminal mit all seinen Forschungsdaten versehentlich an einen Schrottsammler verkauft wurde. Nein. Vielleicht. Was war denn drauf? Seine Arbeit über die kroganische Physiologie und die Genophage war schon sehr weit. Ich war sein Schüler. Das heißt, ich kannte seinen Schüler. Die Daten sind verschlüsselt. Aber es wäre trotzdem schlecht, wenn sie in falsche Hände kämen. Ich kann Ihnen einen Navpunkt und den Namen des Plünderers geben, an den ich das Terminal versehentlich verkauft habe. Sie reden über Dr. O'Kear, als sollte ich wissen, wer das ist. Dr. O'Kear war führend auf dem Gebiet der kroganischen Genetik und stand kurz vor einer Heilung der Genophage. Ohne den langsamen Ansatz der genetischen Mutation, den die Initiative verfolgt. Ich hatte eine Sammlung seiner Forschungsdaten. Ich hoffe darauf, die Genophage in der Kolonie zu heilen. Senden Sie mir den Navpunkt und die Kennzeichnung des Terminals. Erledigt. Hoffentlich ist es noch auf dem Planeten. Der Schrottsammler war ziemlich aggressiv. Gut. Dann wollen wir mal schauen. So, wo müssen wir hin? Wie kann man aus Versehen die Daten in den Schrottsammler geben? Thank you.
wenn ihr mitentscheiden wollt, welches Spiel nach Mass Effect kommen soll. Auf meinem Channel läuft noch die Abstimmung. Ruhig vorbeischauen und abstimmen. So, dann wollen wir mal. Wir haben den Nachpunkt erreicht, den uns Dr. Garnar gegeben hat. Das kroganische Terminal müsste irgendwo in der Nähe sein. Okay, Augen auf, Leute. Ziehen wir es durch. Wieso ist hier niemand? Sehr verdächtig. Wie kann ich nochmal die Teammitglieder? Bin unterwegs. Sehr gut. Dreck, und du gehst mit daher. Wir schauen auf den Weg. Okay. Das ist klar. Das aktive Terminal. Ich beginne mit dem Download. Wir haben Ziele! Ausgesprochen groß. Darüber hinaus sind in diesem Terminal 15 Exabyte Daten gespeichert und ich kann nicht beurteilen, welche von ihnen wichtig sind. Verdammt, daran hätte ich denken müssen. Wieso, läuft doch gut. Verstärkung. Schilde sind hochgefahren. Feindliche Shuttle im Anflug. Verstärkung. Wie viel kommt da noch? Das ist das aktive Terminal. Ich beginne mit dem Download. Was hab ich falsch gemacht? Gäste auf der Party.
das war's. Der Download ist abgeschlossen. Wir können jetzt gehen. Das sagt sich so leicht. Kannst du schon sagen, was all diese Daten enthalten? Ich hoffe, sie waren es wert, dafür beinahe getötet zu werden. Die meisten sind verschlüsselt, aber einige Begriffe stechen heraus. Kroganischer Supersoldat, Rainer Kroganer und Tankzüchtung. Interessant. Schick mir einen Bericht über das, was du entschlüsseln kannst. Wir sind beim ersten Mal bestimmt aus diesen Radios rausgekommen. Deswegen mussten wir es nochmal neu machen. Wenig Überreste, ne? So, und was soll ich jetzt damit machen? Zurückbringen, ne? Ja. Na dann. Noch schnell Munition holen. Davon kann man nie genug haben. Oh. Na dann, bringen wir mal die Daten zurück. Supersoldat klingt nicht so toll. Vermutlich hat er wieder irgendwelches Unkraut gesammelt. So, ich habe deine Daten. Dr. O'Kears wichtige Arbeit darf nicht verloren sein. Danke, dass Sie mir die Daten gebracht haben. Jetzt kann ich Dr. O'Kears Arbeit fortführen. Die Kroganer werden zu alter Größe zurückfinden. Okay, halten Sie mich darüber auf dem Laufenden. Wer das lesen möchte, kann bitte Pause drücken. Gut. Die Frage ist nur, was muss ich machen, um die Besiedlung voranzutreiben?
frische Luft zu atmen. Ja, es nimmt mir zu verdanken. Ich habe das Gewölbe repariert. So, und wer bist du? Pathfinder. Begegnen Sie auf Ihren Reisen eigentlich vielen Angara? Ab und an, ja. Haben Sie schon einmal eine Frau namens Lieta getroffen? Ich glaube nicht. Wieso? Sie hat Bergungsgut gesammelt und war dabei auch oft auf ihr Laden. Nach der Landung ist sie ihm als erstes hierher gekommen. Wir sind zusammen auf die Dünen geklettert. Wir haben die Aussicht genossen und uns stundenlang unterhalten. Die Hitze hat Lieta schwer zu schaffen gemacht. Also habe ich versprochen, ein Kryo-Armband für sie anzufertigen. Ich wette, sie hat sich darüber gefreut. Ich hatte nie die Möglichkeit, es ihr zu geben. Irgendwann ist sie einfach nicht mehr aufgetaucht. Ich weiß nicht, wo sie ist oder ob ich sie je wiedersehen werde. Erzählen Sie mir mehr über Lieta. Sie ist abenteuerlustig. Optimistisch. Und bei ihren Scherzen wird sogar ein Kroganer rot. Sie hat an einem Ort wie diesem herausgestochen. Ich glaube, sie würde überall herausstechen. Denken Sie, ihr ist etwas zugestoßen? Ich weiß es nicht. Sie könnte auch einen neuen Job angenommen haben. Vielleicht war sie ihr Laden ja einfach leid. Aber allein der Gedanke, sie könnte in Schwierigkeiten geraten sein. Ich kann diese Ungewissheit einfach nicht ertragen. Na gut. Wir helfen dir. Ich könnte sie für sie aufspüren, um sicherzugehen, dass es ihr gut geht. Es gibt im Paradise eine Schrottsammlerin. Vielleicht weiß sie ja etwas. Das klingt doch vielversprechend. Würden Sie Lieta bitte dieses Kryo-Armband geben, wenn Sie sie finden? Sagen Sie ihr, sie kann es benutzen, um mich wieder zu besuchen. Und danke, Pathfinder. Ich sollte jetzt gehen. Okay. Pathfinder, willkommen. Man heißt kein Alien in unserer Kolonie willkommen, du dummer Junge. Sei still, alter Mann. Tut mir leid. Beachten Sie ihn gar nicht. Credits sind Credits, sag ich immer. Ihr Geschäft wird's nicht weit bringen, wenn Sie nur an Kroganer verkaufen. Es geht ihm mehr ums Prinzip als um mehr Kunden. Zum Glück hat er mich. Und jetzt kaufen Sie was, bevor er wieder anfängt zu schreien. Oha. Können wir ja dann zerlegen. Ich habe meine Na, sieh mal einer an. Sie gehören doch wohl nicht zu diesen verfluchten Plünderern, oder? Nein, ich gehöre zur Andromeda-Initiative. Das ist ja noch schlimmer. Passen Sie auf. Wenn Sie was kaufen wollen, reden Sie mit meinem Verkäufer. Ich habe ihn eingestellt, damit ich mich nicht mit Kunden abgeben muss. Ich sollte jetzt gehen. Ich bin hier und verkaufe Schrott. Komischer Zeitgenosse. Die Kiste so ran. Jo.
So. Umso mehr wir zerlegen, umso weniger Ressourcen müssen wir sammeln. So, die Folge ist um. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.